So, ich bin ja jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, ne? Ich meine, ich gucke jetzt extra noch in YouTube. Wer so freundlich war, mir zu schreiben, und dann kommt da: Ey, kauf mir doch mal irgendeinen Premium-Account. Und ich. Ne, also das sind echt die Leute. Ich habe da ein paar in Skype und das kotzt mich auch ziemlich an. Das ist immer so. Das sind mit Nachrichten, Massennachrichten, die kommen sogar 5 bis 10 Mal am Tag. Und der Inhalt ist: Kauf mir das und ich mach dir einen Teamspeak-Server für 5 Cent die Stunde. Ja, sogar so ist das. Oder kauf mir einen Premium-Account auf dem und dem Minecraft-Server für 50 Milliarden Euro und dafür mache ich dir ein YouTube-Thumbnail, das ewig scheiße aussieht, weil ich denke, ich kann gut designen, aber kann es eigentlich gar nicht. Genau so läuft das bei mir in Skype ab. Gott, oh Gott. Was ich noch kurz nachgucken wollte, auf F7. Nee. Auf F1. Genau. Hier. Also, hier können wir nicht was gucken. Unsere technischen Kenntnisse sind nicht so gut. Unser Erfahrungsschutzkönnen ist hammermäßig geil. Beliebtheit auch. Und die nächste Aufstiegsstufe ist ein bisschen. So, da wollen wahrscheinlich welche rein. Sag ich doch. Das ist blöd, ne? Hi. Hi. Ich mach das wieder raus. Einmal. Ja, ein. Okay, dann nicht weiter. Einmal nochmal 2 Euro. 20 Cent erwartet. Und ich komme da schon langsam ein bisschen rein. Also es wird schon leichter, immer da so schnell von Tastatur von der einen Seite zur nächsten Seite zu springen. Und dann die Pfeiltasten auch noch mit der falschen Taste steuern und bla 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 bla. So, weiter geht's. Ich wünsche viel Glück mit der Tastatur. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was für Simulatoren ihr jetzt demnächst sehen wollt. Und ich sage jetzt wirklich Simulatoren, kommt mir jetzt bitte nicht mit Wach GTA 5. Ist egal, wenn das nur auf Controller kommt. Gibt doch mal 200 Euro für so viel Aufnahmegerät raus. Nein. Das hat auch einfach 2 Gründe. Ich meine, ich hätte das schon hammermäßig gern gemacht, aber denkt ihr nicht, es gibt genug Let's Plays von GTA 5, wenn es rauskommt? Was denkt ihr, wie viele Let's Plays am 17. starten? Das will ich gar nicht wissen. Und ich meine, mir reicht das, wenn ich das bei 3 Leuten schon anschauen kann, ne? Und selber spielen kann. Da. Und das sollte eigentlich auch den Zuschauern reichen. Aber warum wollen alle immer so viel? Nächste Haltestelle, Zingster Straße. Ist eben so, ne? Kann nichts machen. So. Schön unter den 50 km/h bleiben. Da zurücklenken ist ja schlimm. Na, ist allgemein schlimm, mit Tastatur zu spielen. Ist eben einfach so. Ja, bis Weihnachten noch, dann gibt es erstmal fett das G27 von Logitech. Wer es nicht kennt, das ist aber mäßig geil und ja, da kann ich sowas auch besser fahren, ne? Da wird es ja wahrscheinlich auch City Car Driving hinzukommen. Also Mod-Vorstellungen, weil das eigentliche Spiel hat eigentlich nur eine ziemliche Kurzzeitmotivation, meiner Meinung nach. So, 3, 2, 1, 0, kann er einsteigen und weiter geht's. Natürlich mal warten, bis die Ampel grün ist, weil vorher komme ich hier sowieso nicht weg, aber nö. Einfach nur nach links müssen wir. Ich bin auf der falschen Fahrradspur. Scheiß drauf, ich bin wo sich darf das. Ich darf alles. So, regt nicht mehr, kann man 14 runter machen. So. Und schnell rüberziehen. Nächste Haltestelle, Getzelauer Straße. Ich hab das gerade allein gemacht, da konnte ich überhaupt nichts dafür. Aber wir haben ihn nur erfahren, ist alles gut. Das N46, ist N nicht ein Nachtbus? Ich dachte immer, N wären diese Nacht. Busse, die in der Nacht fahren, ne?
Oh Gott, kann der schnell das Lenkrad drehen? Zwei komplette Umdrehungen. Krass. Krass, Mann. So. I would like to be jetzt rechts in die Haltestelle, aber Bus ist im Weg. So, wollen die schon mal aussteigen? Dürft er nicht. Wir können gleich weiterfahren. Da steht niemand. Der Bus hat die alle abgeholt. Komm, fahr doch! Ah. Da vorne ein Auto nicht verbraucht. Das dauert jetzt noch, bis es wegspawnt und dann die Ampel grün wird und dann haben wir sowieso ganz lang. Wir können mal kurz gucken, was passiert ist. Hä? Hä? Ist das der Bus vor uns, der weggespawnt wird? Hoffentlich. Ja, sonst würdet ihr jetzt fahren. Sie verarschen? Ja, jetzt fährst du, ne? Ist klar. Du mich auch. So, da waren wir gerade. Nächste Haltestelle, Karl-Munde-Straße. Oh, fuck. Da ich die Geschwindigkeit etwas sehr stark überschätzt. Unterschätzt. What the fuck? Ach, da ist... Ich erinnere mich wieder, warum ich nicht mehr Bus-Simulator gespielt habe, weil die Autos immer irgendeine Scheiße bauen und ich dann irgendwie hinfahren muss, damit das alles passt und Daumen. Steht niemand, einfach kurz die Leute rauslassen. Das ist jetzt echt auch so mit den Bussen, ne? Die fahren hin, wenn da niemand steht, dann halten die es gar nicht an. Und wenn jemand raus will. Also... bei uns auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo das anders ist, aber hier ist es auf jeden Fall so. Nächste Haltestelle, Elsterwerder Damm. Also nicht hier im Bus-Simulator, sondern hier bei mir. So, in der Real World. Oh ja, sowas gibt's noch, ob ihr es glaubt oder nicht. Jo. Das war der Obi, der ins Krankenhaus muss, oder? Ich glaube schon. Ich hatte doch vorhin den Anfall. Kommt mir auf jeden Fall sofort so, fährst mal wieder hoch. Am besten werde ich gerade fahren, wenn ich auf gar keinen Fall hinschaue, wo ich hinfahre. So, dann haben wir gleich die nächste Haltestelle. Pass doch auf! Willst du nein? Ja, wusste ich doch. Ja? Ist okay. Na, mit Leerlauf wird das etwas schwer. Das ist der Lauf. So, und rechts, bevor die Ampel rot wird. Das mal schön ausholen und... Ui, das war knapp, aber ich hab's geschafft. Was ist das denn hier? Ist da ein Baum gefällt? Genau, ein Baum fällt mitten in der Stadt. Was träume ich eigentlich? Oh Gott. Na, ich weiß nicht, ob das so ein Traum ist. Wenn einfach mit der Stadt Baum gefällt wird. Oh, es geht los. Der Mensch da in dem Auto sah irgendwie ziemlich komisch aus. Das hat mich etwas verstört. Da musste ich gleich gähnen, so schlimm war das. So, und jetzt fahren wir gleich über die große Brücke, wie wir hier sehen. Ach, hier sind wir. Ach, das. Dann haben wir nur noch 4 Haltestellen vor uns. Das ist ja weniger als ich dachte, ne? So. Mal gucken, wie das ankommt. Vielleicht kommt sogar ganz gleich nächstes Mal ein anderes Spiel. Ich habe ja gesagt, wenn es schlecht ankommt, 10 Folgen. Aber das galt für die Tests. Also im Sinne von, ich mache einen Test von dem Spiel. Und ja, dann eventuell ein Let's Play. Und wenn es schlecht ankommt, dann gibt es nur 10 Folgen. Aber, warte mal kurz. Nächste Haltestelle,
Fuck, mein Bildschirm. Oh Gott. Oh ja, ich tue alles, um das Fliegen umzubringen. Schlag sogar meinen Bildschirm. Gut, ja. Also das ist eigentlich nur so ein Zwischenprojekt, bis ich irgendwas Gutes gefunden habe, was Langzeitmotivation aufregt oder etwas längere Zeit wird. Weil ich meine, ja, und fährt eben und das war es dann im Großen und Ganzen schon. Mal gucken. Flugsimulator wird auf jeden Fall kommen, aber da muss ich noch ein bisschen warten. 7 Tage, bis ich mir den kaufen kann. Das ist das Problem. Und das Problem ist, ich habe seit circa 4 Jahren kein Flugsimulator gespielt. 5 Jahren. So, also um den Dreh. Das ist schon nee, das ist länger her. Ihr habt das auf jeden Fall länger als 5 Jahre her. Wann habe ich das letzte Mal richtig intensiv Flugsimulator gespielt? 2005? So was um den Dreh. Ja, so circa. So einen ganz alten, ich weiß gar nicht mehr welchen, mit meinem Vater, ey, das waren Zeiten. Mit 5 schon vor dem PC auch Flugsimulator gespielt, ja, so stadtgeil. Genau, ab zum Sender am Kreuz. Wahrscheinlich ein Sendemast, nein. Center, oder Center, also Mitte. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ich denke schon. Das Zentrum. Halt ein bisschen anders. Center. Werde ich jetzt. Center. Das kommt mir so komisch vor. Ich habe keine Ahnung. Die deutsche Sprache ist komisch. Weißt du, das, man muss einfach mal länger über ein Wort nachdenken. Und es kommt einem total komisch vor. Das ist einfach so. Weil es gibt echt komische Wörter in Deutsch, auch in anderen Sprachen. Aber in Deutsch ist das jetzt meist aufgefallen. Ich meine, könnte daran liegen, dass ich Deutsch am besten kann. Ja, da wird es wahrscheinlich auch dran liegen. So. Geht's weiter. Und wir haben sogar unsere Verführung angehalten. Finde ich doch schön. Dann muss ich mal denken, was passiert wäre, wenn ich losgefahren wäre. Ohne Verfrühung. Dann wären wir jetzt so um die 8 Minuten im Minus. So. Also wir den Motor schon mal laufen. Kann auch draufklicken. Ich kann die Gänge auch manuell machen, oder was? Hat sich mehr. Ich komme da gerade, das Spiegel funktioniert dann nicht, das ist ziemlich scheiße. So, habe ich keinen Unfall gebaut. Jetzt geht sich ganz kaputt. Oh, nicht so schnell. Und da ist die Endhaltestelle, wir haben es geschafft, Leute. Fast. Fuck. So. Ich kann nicht wenden. Mit etwas Glück. Und können, was ich nicht habe. Okay, ich verlasse mich hier aufs Glück. So. Ja. Wie gesagt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr den ganz lustigen Simulator kennt. Aber jetzt bitte kein Spiel. Einfach irgendein Dreck ist und man Simulator dahin geschrieben hat, damit es viele Leute kaufen oder ein paar Leute kaufen, weil man den Hype von irgendwelchen anderen Simulatoren bekommen wollte. Okay? Und am besten auch keine 50 Euro oder 60 Euro Simulatoren. Der Wendekreis ist echt höher als ich gedacht habe, also der ist wirklich höher als ich gedacht habe. Nicht jetzt hat Spaß. Oh, der ist ja gar nicht so groß. Ich sage jetzt einfach mal, der ist höher, als ich gedacht habe. Ne, der ist echt höher, als ich gedacht habe. So, am Ende müssen wir alle aussteigen. Das Auto war bestimmt billig. Das war ein Witz. So, jetzt aber. Das Unfall, die Unfallrate
nicht die Unfall, sondern die Unfallrate, für die Strecke hier war jetzt echt schon ziemlich niedrig im Vergleich, was ich sonst so mache. Zone. Für den letzten paar Meter noch eine 30er-Zone. Ja, danke. Ernsthaft. Das musste jetzt auch passieren, ne? Sehen wir, ja, ich hab's gleich geschafft. Jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, aber hier stehen auch noch Böse. Was ist da? Autos. Nach Abschluss einer Tour kannst du die Rücktour antreten, indem du in der Kasse-Funktionsauswahl einfach den anderen Kurs wählst. Du kannst aber auch eine komplett neue Linie über die Funktionsauswahl in der Kasse abrufen. So, aber das werden wir nicht machen. Und zwar war es jetzt erstmal für die ersten Parts von Bus Simulator 2012. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschö.